Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pflanzen gegen Zombies 2. Ja, heute scheint es hier sehr ruhig zu sein. Es kommt irgendwie keine Meldung, dass eine Piñata-Party läuft. Es kommt keine Meldung, dass ein Yeti da ist. Das heißt, wir haben heute eigentlich gar nicht viel zu tun, außer vielleicht, ja, wir könnten vielleicht die ein oder andere Endlos-Sache durchziehen. Das war's auch schon, sonst haben wir echt nichts zu tun. Aber naja, da müssen wir durch. Das schaffen wir. Und bevor einfach gar keine Folge kommt, machen wir halt die Endlos-Levels. Ja, also ich meine, ihr habt geschrieben, ihr möchtet die gern sehen. Ich soll die einfach mal ein bisschen weitermachen. Und dann denke ich mir, ja klar, wieso nicht? Und genau, 69 Stunden bis zur nächsten Party. Ich habe die letzte also mal wieder versäumt. Ist ja nichts Neues. Und ich würde sagen, dann machen wir einfach mal hier bei der Pyramide der Verdammnis weiter und schauen mal, wie weit wir in dieser Folge kommen. Und in der nächsten Folge schauen wir dann vielleicht in der anderen Welt, wie wir da weiterkommen. Gucken wir einfach mal. So, mit was können wir denn heute... Okay. Nehmen wir das hier mal. Das hätte ich ganz gerne. Mhm. Ich mag die nämlich. Ich mag die richtig... Ja. Gerne. Ja. Das hier... nee, das wollte ich nicht. Das hier, das hier. Das hier, das hier. Und das hier. Ich glaube, das könnte eine gute Wahl sein. Schauen wir mal. Gut. Wir starten hier mal wieder mit dem Standard, den wir jetzt eigentlich sonst auch immer in den ganzen letzten Folgen gemacht haben. Wir packen eine Sonnenblume hin und düngen die erstmal, damit wir viel, viel mehr Sonne zur Verfügung haben. Dann wird das Ganze nämlich gleich schon mal leichter. Dann können wir hier schon mal anfangen, hier ein bisschen was wegzuarbeiten. Ich lasse den jetzt mal nach vorne kommen. Einfach mal ein schönes Stück, ich würde sagen bis hierhin in etwa, weil dann bomben wir den einfach weg. Oder bis hierhin, hier vorne, genau, weil dann können wir nämlich hier so die erste, in der ersten Reihe schon mal wegbomben. Das wäre, glaube ich, eigentlich ein ganz guter Vorteil, den wir dadurch hätten. Schauen wir mal. Da, 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 da. So, und nun? So, jetzt, perfekt. Gut, dann haben wir nämlich hier jetzt schon mal Platz. Das ist doch schon mal was ganz, ganz Gutes. Schauen wir mal, wie weit wollen wir die denn kommen lassen, bis wir da jetzt einen Angriff starten? Ach, ich glaube, ich setze die jetzt einfach schon mal ein. Wird mir zwar im Moment noch nicht so wirklich viel bringen, wird mit Sicherheit auch nicht unbedingt die beste Entscheidung gewesen sein, aber schauen wir einfach mal. Dann sehen wir schon. Ich merke schon, die richtige Entscheidung war es definitiv nicht. Naja, müssen wir durch. Komm, das schaffen wir jetzt auch. So, hier war falsch. Total falsch gesetzt. Ich weiß nicht, was los ist, aber das war mehr wie falsch gesetzt. Machen wir das hier. Zack. So, da ist hier auch Ruhe. Ah, aber er hat ihn... Ach doch, der hat ihn schon getroffen. Natürlich hat er ihn getroffen, klar. Weil der ja die hier jetzt abschießt momentan. Das ist ja optimal. Vielleicht geht er dann sogar down. Schauen wir mal. Yeah, er ist sogar down gegangen. Und wir haben einen Dingenskirchen. Ihr wisst schon was bekommen. Wundervoll. Na also... Ich würde dann gerne den hier noch hinsetzen. So. Und so würde ich das in ungefähr mal gestalten wollen, dieses Level. Schauen wir mal, ob es die richtigen Entscheidungen waren oder ob ich es vielleicht hätte anders machen sollen. Auf alle Fälle, die Eismelone tut uns hier jetzt gerade verdammt guten Dienst. So, die setzen wir auch hier noch gleich ein. Aber der hier wird nicht down gehen dadurch. Das sehe ich schon. Dass wir hoffen, oder ich hoffe, so, dass hier das jetzt kommt. Dann können wir nämlich hier diesen machen und dann ist der weg und wir haben eine neue Pflanze bekommen. So, jetzt, aber jetzt ist Schluss. Jetzt müsste alles eigentlich ganz gut laufen. Wehe nicht. Wehe nicht. Ich warne euch. Wehe nicht. So. Packen wir den dahin. So. Und dann, naja, im Moment läuft es noch nicht gut eigentlich. Ich sehe schon kommen. Das, da oben, der da oben, der ist jetzt auch noch im Moment total gefährlich. Der wird auch nicht down gehen. Dann lassen wir ihn einfach so lange ein bisschen britzeln hier. Oh, oh, oh. Ich sehe schon, ich sehe schon, ich sehe schon. Hier wird es gerade gefährlich. Lass uns mal ein bisschen Geld einsetzen. Wir haben Geld. Wir setzen jetzt ein. So. Genau. Perfekt. Hat ja immer noch was davon. Ich hatte es gar nicht gesehen. Dann darf das hier jetzt wieder weg. So. Oh Gott. Bin fällig heute. Was ist denn los? Könnte vielleicht daran liegen, dass ich ein bisschen müde bin. Und, okay. Ja. Ich denke, das bekommen wir schon hin. So, machen wir hier einmal bumm. Der ist natürlich jetzt hier nicht down gegangen, aber das ist nicht so schlimm. Der geht nämlich mit Sicherheit jetzt gleich down. Oder? Geht er wieder? Geht er? Ja, geht er. Hat aber unsere Pflanze mitgenommen. Oh, das ist schade. Oh, Dünger. Dünger ist gut. Nehmen wir mit. Haha. Ich hätte es vielleicht auf Sonnen setzen sollen. Wäre vielleicht ein bisschen, ja, besser gewesen, aber ich glaube, das passt so auch ganz gut. Und dann, wenn wir jetzt hier noch eine Sonne haben, können wir hier nämlich das nächste solche setzen.
Und Thema Setzen ist eine gute Idee. Ich setze mich mal anders hin hier. Und dann machen wir die mal noch hier hin. Genau, können die nämlich auch noch ein bisschen Schaden verteilen. Und die kosten nämlich nicht ganz so viel. Packen das hier noch hin. Und dann können wir jetzt wieder warten, bis wir genug Geld bekommen haben. So, könnten wir hier mal ein bisschen aufräumen. Genau. Und ich denke, dann sind wir auf einem guten Weg. Jetzt kommt die zweite große Welle dann. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. So. Aber bisher läuft es ganz gut. Naja, der hier unten, da wird jetzt ein bisschen stressig werden, fürchte ich. Aber, ach, das schaffen wir. Da lassen wir uns nicht unterkriegen jetzt von dem. Wäre doch gelacht, wenn wir das nicht schaffen würden. So, der knabbert das jetzt gleich an. Ich setze mal lieber den Dünger ein. Damit wir da gleich mal ein bisschen mehr Schaden hier in der Runde verteilen. So, perfekt. Können wir die hier oben noch hinpflanzen. Na also, sehr schön. Und vielleicht könnten wir jetzt mit weiteren 3x3, 3x3? Ach, verdammt, überhaupt nichts 3x3. Ah, mit weiteren Dreiern, ja, genau, arbeiten. Boah, der druckelt jetzt gerade voll. Das ist ja der Wahnsinn. Schaut euch mal das an. Ja, manchmal hat es das Spiel. Speziell in den Endlos-Levels bricht es immer wieder mal ein. Ich kenne das vom Tablet, ich kenne es vom Handy. Überall passiert das immer wieder mal. Und das ist halt dann echt ärgerlich. Dann kannst du teilweise nur auf schneller gehen, damit du da wieder die normale Geschwindigkeit hast. Und das ist dann so ärgerlich oftmals. Okay, läuft eigentlich ganz gut gerade. Ich glaube, das sollten wir schaffen. Packen das hier noch hin. Genau. Mehr P-Shooter, die denen schaden. Das ist doch optimal. Ja, aber hier sind schon wieder so viele mit dem Sarkophag dabei. Und das gefällt mir gar nicht. Ich hasse die Dinger. Die sind so zäh und so nervig und boah. Naja, was hilft's? Aber es sind ganz schön viele, die da kommen. Das wird eine harte Nuss. Ich sehe sie jetzt schon kommen. Sollen wir vielleicht nochmal so einen hier machen? Wäre vielleicht ganz gut. Könnte uns vielleicht doch ganz gut helfen. Ja, hat's auch definitiv. Hat auch definitiv einiges gebracht. Vor allem, da ist eh wieder einer mit Dünger. Das heißt, das haben wir gleich wieder drin, was wir jetzt an Dünger verbraten haben. Dann gehen wir theoretisch nämlich in die nächste Folge wieder mit allen Düngern rein. Das ist zumindest so mein Plan. So. Ich muss sagen, dieses Level... Fan bin ich jetzt nicht von... Oh, euer Diamant. Yay. So. Vielleicht machen wir noch ein paar solche nochmal hin. Die sind ja doch auch ganz praktisch. So, und jetzt ist halt die Frage, wollen wir noch zu anderen Pflanzen greifen? Wahrscheinlich wäre es die beste Idee gewesen, bis zur nächsten Welle zu warten. Ach ja, so ist das halt nun mal. So ist das halt nun mal. Die kommen schon ganz schön nah. Aber, ach komm, ach so, in der zweiten Lane wird schon dem seine Hülle geknackt. Dann ist es gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Es sah nämlich so aus, dass sie doch verdammt weit kommen. Aber so weit kommen sie gar nicht. Okay, letzte Welle. Das hört sich doch schon mal interessant an. Letzte Welle ist nicht schlecht. Da habe ich jetzt kein Problem damit, wenn das schon die letzte Welle ist. So. Okay. Wir haben auf alle Fälle... einen neuen Dünger, genau. Und jetzt haben wir... eine gute Verteidigung, ja. Und jede Menge Sonnen. Viel zu viele Sonnen, um ehrlich zu sein. Viel zu viele Sonnen. Naja, packen wir halt sowas noch da hinten hin. Dann können die noch ein bisschen unterstützen. Wobei, wirklich Unterstützung brauchen die Pflanzen ehrlich gesagt gar nicht mehr. Können wir noch nämlich noch einmal so machen. Genau, dann wird es nämlich hier ein bisschen leichter. Och, ich habe eine falsche Pflanze weggepackt. Das wollte ich gar nicht. Das war ein Versehen. Nein, niemals. Ich wollte das nicht. So. Okay, sehr schön. Ich würde sagen, das reicht. Das reicht für dieses Level. Yay! Ma. Naja, war jetzt nicht so mein Fan-Level, muss ich gestehen. Nicht so wirklich, nein, nicht so wirklich. So, erstmal Geld einsammeln. Und dann warten, 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 warten. Nächstes Level. Was können wir denn diesmal nehmen? Ja, da wieder nichts dabei, was mich interessiert. Doch, die hier. Nehmen wir die mal mit. Zukunftspflanze, glaube ich, ist gar nicht mal so schlecht für dieses Level. Ach so, und diesmal haben wir aber kaum... Ach, das ist jetzt nicht euer Ernst. Diesmal... Was ist denn jetzt? Wie? Ach, wenn ich mit der Maus drehe, dann wählt der Pflanzen aus. Fand ich jetzt nicht so toll. Wollte ich eigentlich nicht erreichen. Machen wir mal so.
glaube, das könnte auch eine gute Idee sein. So, versuchen wir es mal, versuchen wir es mal, versuchen wir es mal. So, ja, Vorgehensweise jetzt im ersten Moment genauso wie im letzten Level. Erstmal eine Sonnenblume pflanzen und dann packen wir hier erstmal schön brav meine ich natürlich. Den Dünger drauf. Genau, jetzt in der Wortfindungsstörungen for the win. Yay! Ich weiß nicht, was los ist momentan. Ach, nee, ich weiß nicht. Ich glaube, heute ist wieder so ein Tag, wo man eigentlich gar nicht aufnehmen sollte. Gibt's einfach manchmal. Kommt so vor, diese Tage, wo man eigentlich irgendwie, naja, keine Ahnung. Ah, wir wollten ja die Herausforderungen machen. Stimmt ja. Gott, ich habe vorher noch so spekuliert, dachte mir, was wollten wir in dieser Folge machen? Okay, der hier muss 5 Sonnen einsammeln, bevor er down geht. Ich habe vorher noch überlegt, was war denn das nochmal, was wir in dieser Folge machen wollten? Weil ich es einfach nicht mehr wusste. So. Ah, jetzt habe ich ihn die weggenommen. Ja, aber ich muss mich ja irgendwie... Ich muss ja... Das hilft ja nicht. Ah, jetzt habe ich schon wieder Sonnen genommen. Ja, aber ich muss das Level ja irgendwie schaffen. Eigentlich kann ich es noch gar nicht jetzt machen. Außer ich arbeite jetzt dann einfach kurz mit einem Boni. Das könnte ich auch machen. Hat er denn jetzt schon 5? Komm, nimm dir die Sonnen da hinten. Die nimmt er sich nimmer. Okay. Oh, der hat schon 5 gehabt. Und mehr wie 5 kann er also nicht aufsaugen. Okay. Das ist gut. Aber der geht jetzt nicht mehr rechtzeitig down. Och nö. Ich glaube, damit habe ich mir jetzt gerade einiges kaputt gemacht. Nur, dass ich den Erfolg jetzt schon haben wollte. Kannst du mal aufhören, die anzufressen, bitte? Ach, nee, natürlich nicht. So, komm. Ah! Ich werde wahnsinnig. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist doof, das Level. Ich hasse es jetzt schon. Ich baue gerade Scheiße. Och Mensch. Och Mensch. Also, das hat mich jetzt aus dem Konzept gebracht. Das hat mir jetzt mehr wie aus Konzept gebracht. Ja, was machen wir jetzt? Also ich versuche das jetzt noch irgendwie zu retten hier. Wäre ja blöd, wenn ich das nicht versuchen würde. So. Der ist ja auch schon wieder so weit. Ach komm, Junge, was soll denn das? 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 Ah, Gott. Ich weiß nicht, das hat mich jetzt so aus dem Konzept gebracht, dass ich das total vergessen habe, dass ich die Erfolge ja in dieser Folge machen wollte. Und... irgendwie, ja, dann passiert sowas natürlich schon gern mal, dass man dann plötzlich voll den Vollhonk baut. Na gut. So. Bevor das der dann down geht. Okay. Okay. Alles klar. So arbeiten wir. So arbeiten wir. So dürften wir das schaffen. Den packen wir hier hin. Dann wird er nämlich da... Okay. Gut. So, und jetzt also nochmal mit Konzentration. Oder irgendwie sowas in der Art. Was ähnliches. Ich glaube, das wäre jetzt gar nicht mehr so übel. Und das sind gerade voll viele. Ich will das Level gar nicht mehr machen. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Hört doch mal alle auf hier. Oh. Heute ist nicht mein Tag. Heute ist definitiv nicht mein Tag. Schau dir mal das an. Dass wir hier jetzt an Düngern und weiß der Kuckuck was verbrauchen. Und es war eine bescheuerte Idee, auf diese Taktik hier so zu setzen. Und es war alles nicht so richtig. Die falschen Pflanzen definitiv gewählt. Och nö. Och nö, Leute. Es tut mir leid, die Folge ist jetzt total bescheuert, ne? Die Folge ist mehr wie bescheuert. Ach, das war die falsche Pflanze. Ich wollte die hier nehmen. So. Aber ist nicht schlimm. Haben wir wenigstens ein bisschen Nachschub an Sonnen bekommen. So, packen das hier weg. So, hier ist wieder ein Dünger. Können wir auch einsetzen. Ich will zumindest die Rasenmäher retten. Solange ich die Rasenmäher retten kann, ist ja alles gut. Den Rest, den bekomme ich ja wieder. Den Rest kann ich ja jederzeit wieder haben. So, den haben wir mal weg. Schau, das wird mir nichts bringen. Der wird die vorher alle fressen, ne? Die gehen nicht vorher down. Aber es sind die letzten von dem Level. Das ist gut. Dann haben wir zwar keinen einzigen Dünger in der nächsten Runde, aber wir haben immerhin die anderen 4 Rasenmäher behalten, die wir noch haben. Boah, das war jetzt ein schwachsinniges Level. Ich weiß, also, nee, also nö. Och Mensch. Naja, verplant, also sprich verplant, muss man natürlich auch ab und zu mal sein. So, jetzt aber. Gehen wir mal kurz hier raus und dann schauen wir mal. Wir haben auf alle Fälle einen Erfolg jetzt noch bekommen. Den haben wir geschafft. Das heißt, wir gehen jetzt mal kurz hier raus. Hierhin müssen wir. Und dann gehen wir dorthin. Dann schauen wir da.
Das war falsch. Oder? Nee, das ist richtig. Genau. Sonnenfänger. Hol dir 5 Sonnen von einem einzelnen Radzombie. Das ist der Erfolg, den wir gerade gemacht haben. Und dann habe ich natürlich einige Erfolge auf dem Tablet schon gemacht gehabt, die halt hier jetzt übernommen werden, obwohl ich ein anderes Konto benutze. Und zwar pflanze 5 Hochwallnüsse und nutze Spezialdünger für, keine Ahnung, kann man nicht weiterlesen, also im Endeffekt die 5 Riesennüsse und Dünger draufsetzen auf allen 4, auf allen 5. In Wilden Westen abschießen, ein Huhn mit der Britzelblitzpflanze kaputt machen, die Piraten sie abschließen, einen Grabbeschwörer zerstören, bevor er überhaupt ein Grab setzt, dann zünde eine Sonnenbombe, um einen Pylonenmech zu töten, 500 Sonnen durch ein Vergrößerungsglas abfeuern, Zukunftslevel abschließen, alles mögliche, also ganz, ganz viele. Und wir haben jetzt noch vor, 10 Drachenmäulchen in einem Level haben, dann eine Kokosnusskanone, um eine Wichtkanone zu zerstören, einen Zombie-Piratenkapitän zerstören, bevor der Papagei losfliegt, 10 Zombies mit einer Chili-Bohne lähmen, einen Yeti zerstören und die ferne Zukunft abschließen. Aber wir haben doch die ferne Zukunft abgeschlossen. Zählt da der Boss jetzt auf einmal auch dazu? Ach, es ist irgendwie etwas verwirrend. Ihr merkt schon, es ist komisch. Aber ich glaube, für mich ist heute die Aufnahme beendet. Ich hoffe, dass die nächste Folge unterhaltsamer und weniger failig wird und wieder viel, viel besser durchgeplant. Vielleicht hat es euch ja trotzdem gefallen. Ich sag Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.